willkommen zur 12. Episode von Flo und Benze. Ich bin der Flo und in der heutigen Folge geht es um Entscheidungen finden, um das Verständnis von Führung und warum One-on-One-Gespräche ein wichtiges Mittel sind, um seine Mitarbeiter besser kennenzulernen. Ich wünsche dir viel Spaß. Gestern hatte ich einen Klienten und da haben wir wieder über die Frage der Entscheidungen gesprochen. Mhm. Es ging bei ihm schon das letzte Mal eigentlich um das Thema Entscheidungen und bei ihm stehen ein paar große Entscheidungen im Raum. Also es geht um eine große berufliche Veränderung auf der einen Seite und natürlich wie immer gibt es aber auch privat einige Dinge, die man überarbeiten muss. Da geht es vielleicht um eine neue Ausbildung, die gestartet werden kann oder soll, wo es halt großes Interesse gibt. Und dann also die kleinen Dinge des Lebens, die natürlich auch mitschwingen. Und da haben wir schon länger an dieser großen Entscheidung gearbeitet und haben probiert, da verschiedenste Ideen sozusagen reinzubringen. Also zum Beispiel eine Methode ist, naja, wie wird sich's denn in 5 Jahren, also denk dich sozusagen, geh ins Gefühl, ja, mal wichtig ins Gefühl reingehen und dann zu sagen, okay, jetzt denk mal in 3 Jahren, in 5 Jahren, wie ist das dann? Wie ist es mit dieser Entscheidung zu leben? Wie fühlt sich das an, täglich, also dann von unter Anführungszeichen betroffen zu sein, damit zu arbeiten, das zu haben? Das ist prinzipiell so eine Idee, um da ein bisschen reinzukommen in diese ganze Geschichte. Und von dem weg sind wir dann eben auf diese kleinen Dinge des Lebens gekommen. Und es hat sich dann herausgestellt, er hat dann ein sehr schönes Bild dafür gefunden, dass er viele Entscheidungen mit sich herumträgt, die nicht getroffen worden sind. Und deswegen sozusagen einen ganzen Rucksack voller unentschiedener Entscheidungen, kann man das so sagen, unentschiedener Entscheidungen mit sich mitträgt. Und dieser Rucksack wird natürlich immer schwerer mit der Zeit. Klar, und ja. Es wird immer anstrengender, den mitzutragen. Und das ist eine große Belastung und an der wollen wir jetzt sozusagen noch ein bisschen weiterarbeiten eigentlich. Und da haben ein paar Leute gesagt, ich weiß nicht genau, wo das seinen Ursprung hat. Bodo Schäfer hat es auch gesagt, aber ich glaube, ich kenne das schon länger. Auch eine Entscheidung nicht zu treffen, ist eine Entscheidung. Also implizit dann sozusagen. Ne? Keiner geht her und sagt, also noch viel schöner wäre es, das explizit zu machen und zu sagen, okay, ich sage jetzt, ich treffe jetzt keine Entscheidung, mache das erst in 6 Monaten oder in einem Jahr oder in wann auch immer. Aber auch schon nicht die Entscheidung zu treffen, ist, sich dafür zu entscheiden, damit zu leben, dass du keine Entscheidung getroffen hast. Und da kommt es dann zu diesem Bild des Rucksacks, ja, wo du die Sachen mit dir mitträgst, sie nicht beilegen kannst, weil es halt natürlich irgendwelche Hürden gibt. Ja, diese Hürden sind unterschiedlicher Art und Weise. Ne? Du magst dich nicht mit dem Thema beschäftigen. Du hast vielleicht Sorgen oder Ängste, ne? Was passiert, wenn du das triffst, weil eine Entscheidung zu treffen heißt meistens eine andere eben nicht zu wählen. Mhm. Da überlege ich jetzt gerade, ich glaube, das war gestern, da klingelt es gerade in meinem Kopf, ich glaube, das war gestern Peterson oder so, dass sozusagen ständig, klar, wenn du dich für A entscheidest, kannst du wahrscheinlich B, C und D nicht machen. Ah, es war nicht Peterson, es war der gute Mann über Machtverhältnisse, Luhmann, ja. Also, dass du immer, wenn du dich für A entscheidest, natürlich B, C und D nicht machen kannst und das einen massiven Einfluss auf dich und auf alle davon Betroffenen natürlich hat. Weil die natürlich dann auch unzufrieden sein können. Ne? Dann ist es vielleicht leichter, einfach einmal gar keine Entscheidung zu treffen, als wie wenn du, also wie wenn du sagst, so mache ich das jetzt. Ja, ja. Ich meine, es ist kompliziert, das, sag ich mal, sinnvoll runterzubrechen, weil, ich meine, so wie du es jetzt quasi aufgerollt hast, waren ja ein paar unterschiedliche Ebenen dabei, die vielleicht implizit irgendwo zusammenzählen würden, aber in der Praxis halt eigentlich nicht zusammenzählbar sind, weil sie halt dann irgendwie am Ende nur negative Dinge mit sich ziehen, sozusagen, weil das mit dem, also der Rucksack ist natürlich nicht gesund, also das ist, glaube ich, klar, und die Metapher ist ja sehr schön, weil, also finde ich tatsächlich eine sehr, sehr schöne Metapher, weil, ich meine, es gibt natürlich tolle Militärrucksäcke, wo man auch 100 Liter und so und mehr reinpacken kann, und Navy Seals können auch mit ganz, ganz vielen Geräten und allem möglichen auf ihrem Rücken gehen, aber
selbst Navy Seals können halt nicht mit irgendwie 700 Kilo am Rücken dann weitergehen. Wenn zu viel im Rucksack ist, geht es einfach nicht mehr weiter. Das heißt, das ist wirklich sich schön, das im Hinterkopf zu behalten, dass es früher oder später, also klar, kann lang funktionieren, wird auch mega hart, dann eben mit dem Rucksack sich zu bewegen, aber irgendwann hört es halt auf und es geht gar nicht mehr. Das heißt, gesund ist das mal als grundlegende Überlegung schon mal nicht. Das ist eins. Und das andere ist halt, womit ich ein bisschen Schwierigkeiten hätte, also einfach nur so definitionstechnisch halt, dieses Nicht-Entscheidung treffen ist auch eine Entscheidung, ist, ja, ich meine, klingt lustig, aber ist jetzt auch nicht irgendwie super logisch dann in der Praxis. Weil ich meine, wenn man irgendwas hinausschiebt, dann ist das ja eben keine Entscheidung dagegen, sondern dann schiebst du das ja aktiv hinaus, eine Entscheidung zu treffen. Weil du machst ja weder für noch dagegen, sondern du schiebst ja diesen Entscheidungspunkt einfach vor dich hin. Weil zu sagen, ich entscheide mich dafür, es nicht zu machen, heißt ja, dass es abgeschlossen ist. Und ich glaube, wir reden ja eher von eben diesen kleineren Problemen, wo du einfach etwas vor dich hinschiebst. Und das ist ja das Ungesunde. Weil auf der Seite gebe ich der Überlegung oder der Theorie natürlich recht, dass wenn du entscheidest, das mache ich jetzt für 6 Monate nicht, ich stelle mir in meinem Kalender eine Erinnerung auf, 18. Oktober, 12 Uhr, dann bekomme ich nochmal das aufgepoppt, das steht, hey, das musst du noch machen, dann ist es gut, weil dann hast du tatsächlich diese Entscheidung getroffen, dass es jetzt nicht die Priorität hat, die du angeben musst. Aber wir reden ja jetzt quasi von Dingen, wo man eben nicht mal diese Prioritätenliste hergenommen hat, sondern gesagt hat, lieber nicht. Weil wir reden ja immer über, also es passieren ganz viele Dinge, über die wir jetzt auch schon immer wieder gesprochen haben. Es ist ja einfach die eigenen Prozesse verstehen und halt diese Prioritäten auch verstehen. Deswegen ist das Reflektieren ja, heben wir ja immer hinaus, weil man muss ja auf eine bestimmte Stufe kommen, dass man die nächste Stufe sozusagen sieht. Und ich kann ja erst diese Entscheidung oder die Nichtentscheidung treffen, wenn ich verstanden habe, was quasi das Problem überhaupt ist. Also ich muss ja erstmal den Entscheidungsrahmen verstehen und festlegen, bevor ich da weitergehen kann. Und das finde ich halt irgendwie nochmal einerseits trickier, auf der anderen Seite ist finde ich, da der Zugang eben relativ simpel, nämlich für den ersten Schritt ist halt einfach zu entscheiden, möchte ich das einfach weiter hinausschieben, ohne mich damit zu beschäftigen, oder beschäftige ich mich einmal sinnvoll damit und treffe dann eine Entscheidung. Weil eben, wie wir es jetzt quasi festgestellt haben, ist ja auch eine Entscheidung zu sagen, ich warte 6 Monate damit. Aber zu sagen, ich möchte mich noch nicht entscheiden, ist das Schlechteste, was man machen kann. Das ist ja eben keine Entscheidung, sondern das ist ein vor sich hinschieben. Es ist ein Lose-Lose, dass das irgendwie auch so sehen. Absolut. Und ich finde auch, da wieder passt unsere Rahmenidee sehr wunderbar in das Ganze hinein, weil wir haben jetzt zum Beispiel für diesen Klienten eine sehr konkrete Implementierung dieses Rahmens gewählt, weil wir nämlich gesagt haben, okay, der gute Mann ist eher ein bisschen impulsiv, auch oft von der Entscheidungsfindung, im Sinn von, dass er zu schnell zu begeistert ist. Das weiß er aber mittlerweile und deswegen hat er für sich so ein paar Regeln aufgestellt. Zum Beispiel, er macht keine Impulsivkäufe innerhalb von 24 Stunden, wo er was kennengelernt hat oder mitbekommen hat. Also nicht, wenn es jetzt um ein 9-Euro-Buch gekauft, ja, ich meine, ist egal, hat mal ein Buch gekauft, was soll's. Aber wenn es halt zum Beispiel geht, du kennst diese Kurse, die da jetzt immer wieder angeboten werden. Zahl 50 Euro da oder 80 Euro dort und du bekommst einen tollen Kurs und so. Und wenn man dann natürlich total begeistert ist, wenn man das gerade irgendwie gelesen hat und irgendwie ein paar Videos angeschaut hat und dann, ja, na, kaufe ich sofort, super. Ja. Und da hat er es jetzt für sich beschlossen, also mindestens 24 Stunden möchte er vergehen lassen, um zu schauen, ob dieses Interesse auch am nächsten Tag noch besteht. Und diese Begeisterung, sagt er, die spürt er immer stark, die kommt aus dem Bauch heraus. Also da ist ein starkes Gefühl dahinter, wo er sagt, okay, ah, da spürt er, ja, jetzt das ist interessant, das möchte er tun. Was dadurch, dass er sich diese Zeit gibt, das nicht sofort zu entscheiden, bringt er sozusagen seinen Kopf mit ins Spiel. Ja? Und er kann es einmal durchdenken, ob das überhaupt sinnvoll ist.
Und dann gibt es interessanterweise die Gefahr, wir sind jetzt noch immer bei diesem konkreten Beispiel, ja, mhm, gibt es die Gefahr, dass er das im Kopf verkopft, wie man so schön sagt, ja, und dann stecken bleibt, dann nicht mehr rauskommt. Ja, da kommen dann Ängste mit ins Spiel. Ja, wie wird denn das sein und was werden denn andere darüber denken und kann ich so meine Zukunft gestalten, also wenn wir jetzt gerade über diesen beruflichen Wechsel zum Beispiel denken, ja, kann ich so meine Zukunft gestalten oder kann ich meine Familie dann ernähren oder eben nicht und also diese großen Fragen quasi spielen da mit und dann bleibt es dort und dann haben wir festgestellt, dann ist es für ihn schwierig, eine Entscheidung aus dem herauszutreffen, weil da bleibt es in diesem Kopf und wir haben dann gesagt, okay, quasi, wir kommen aus dem Gefühl raus, das ist eine schöne Idee. Wir gehen in den Kopf rein und sagen, naja, mal drüber nachdenken und nichts. Und dann müssen wir wieder mit dem Lift sozusagen hinunterfahren, wieder ins Gefühl kommen und dann schauen, okay, was sagt das Gefühl dazu? Ah ja, das Gefühl findet das noch immer eine tolle Idee. Okay, passt. Kann man wieder zurückfahren, wieder rauf in den Kopf, etc. Und dann haben wir jetzt ein Zeitframe, also einen Zeitrahmen dafür vorgelegt, der zwischen zwei bis fünf bis sieben Tage liegt. Also sagen wir nicht vor zwei Tagen, aber auch nicht länger als eine Woche. Eine Woche ist auch, das hat sich so ein bisschen etabliert, als der gute Zeitraum, um sozusagen Einheiten zu denken. Also in dem konkreten Fall. Ja? Also einfach so, was möchte ich tun diese Woche? Mhm. Was steht am Programm? Was möchte ich? Da ist ein Zeithorizont von sieben Tagen auch sehr gut gewesen. Das heißt, aus diesen vielen Möglichkeiten, die so ein Rahmen hat, im Sinn von, okay, da ist jetzt ein Problem, ist aufgetreten, ich habe es festgestellt und ich möchte es irgendwann entscheiden, haben wir jetzt eine konkrete Implementierung raus sozusagen gearbeitet, auf der man sagt, okay, in diesem speziellen Fall für dich wollen wir, dass du das schaffst, dass wir es nicht vor zwei Tagen und nicht nach einer Woche, damit sozusagen dieser Rucksack sich nicht füllen kann, sondern da Sachen reinkommen und relativ schnell auch wieder rauskommen aus dieser Geschichte. Und ich finde es eben super, weil für den anderen kann das halt ganz anders ausschauen. Ne? Der andere fängt vielleicht immer im Kopf an und da wäre es vielleicht einmal gut, ins Gefühl reinzugehen und zu schauen, was sagt denn eigentlich das Gefühl dazu? Ne? Wie fühlt sich das an? Und er braucht vielleicht länger. Ja? Vielleicht brauchen manche Leute halt irgendwie für wichtige Entscheidungen dann einen Monat oder so, um irgendwie alle Argumente abzuwiegen, das für und wieder. Und vielleicht auch irgendwann in einer Mußestunde das Gefühl zu befragen und überhaupt Kontakt damit herzustellen. Hm. Wenn man gemeinsam möchte, sagt man natürlich, Gefühl und Kopf ist quasi das Gleiche. Ne? Also nur um das rein technisch sozusagen zu. Also es, die Metapher ist schön, aber es ist halt vom Prozess her natürlich interessant, darüber nachzudenken, dass quasi es passiert alles im Kopf. Also auch Emotionen ja, sozusagen. Das mag schon entstehen. Sein, aber da würden dir ganz viele widersprechen. Also was die Gefühlswelt, da gibt es ganz unterschiedliche Ideen. Manche spüren das eben im Bauch, ja, manche spüren das mehr so im Brustbereich, manche spüren es, ich weiß nicht, ja, wo. Ja, also das und, ja, darum mag schon sein, gar nicht, dass das chemisch im Stadtkopf stattfindet, aber. Ja, wo man es spürt, geht's. Also darum geht es mir gar nicht, wo man es spürt. Also das ist ja eben bewiesen, dass man das auch woanders spürt, aber die Aufarbeitung ist quasi immer im Kopf, also nur. Das kann schon sein, aber es ist für viele einfach sehr hilfreich, irgendwie gerade die eher aus der Welt der Verkopfung sozusagen kommen, ist es oft sehr hilfreich, diesen neuen Maßstab, vielleicht möchte ich es sogar nennen, in ihr Leben zu integrieren und mehr auf ihre Intuition zu hören und auch dieses neue Gefühl, also erstens einmal überhaupt wahrzunehmen und in weiterer Folge dann auch darauf, vielleicht dann in Vollausbaustufe auch darauf zu vertrauen, dass ihnen das etwas gibt, nach dem sie sich richten können. Hm. Weil auch dort zum Beispiel jetzt im konkreten Fall war das so, dass das Gefühl schon sehr lange gesagt hat, dass es passt. Also ich rede von diesen nächsten Karriereschritt, ja, dass das Gefühl schon sehr lange passt, aber der Kopf jetzt in diesem Fall das schon wieder, ich glaube, 4 Wochen sozusagen hinausgezögert hat, bis man zu einer Entscheidung kam. Und das sind natürlich jetzt in dem Modell jetzt dann 3 Wochen umsonst. Ja? Und da war sogar ein Urlaub dazwischen. Ja? Also du nimmst diesen Rucksack mit in deinen Urlaub und ich weiß nicht, ich war nicht dabei und so, aber ich schätze mal, man hätte im Urlaub an schönere Sachen denken können, als immer wieder diese ungetroffene Entscheidung aufzugreifen und wahrscheinlich wieder mal darüber nachzudenken, ob das das Richtige ist oder eben doch nicht. Ja,
Ja, wie gesagt, also ich finde, das ist unheimlich spannend, weil ich glaube, der wesentliche Punkt ist, den du eben auch gesagt hast, dass es für alle unterschiedlich ist, auch in der Wahrnehmung, nämlich was zählt überhaupt als nicht getroffene Entscheidung. Also das ist ja schon, eben wie du es am Anfang auch eingeleitet hast, ne? Also es gibt natürlich diese großen Fragen im Leben. Oder vor allem, wenn man beruflich überlegt oder schaut. Aber natürlich gibt es ja auch diese kleineren Sachen, die quasi genauso belastend sein können. Weil auch da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, zum Thema irgendwie Arbeitstaggestaltung und Timeblocking und Journaling. Das sind ja eigentlich genau die Dinge, wenn du die quasi hernimmst und vergleichst, dann kannst du ja im Arbeitsalltag sozusagen, unter Anführungsstrichen, super gut funktionieren, aber dann hast du natürlich viele Entscheidungen auch noch außerhalb deines Arbeitstages und das kann ja dann trotzdem zu Stress führen und zu unentschiedenen Entscheidungen sozusagen führen. Und das ist, glaube ich, auch wieder, also führt natürlich immer irgendwie zu diesen gleichen Dingen, dass der erste Schritt natürlich das Erkennen der, ja, ich sag mal, Probleme, aber halt dieser Issues, wenn man quasi ein schönes englisches Wort hernehmen möchte. Erstmal das Erkennen des Ganzen. Und dann, wie du gesagt hast, natürlich, also wie immer, davon sind wir immer ein großer Fan, einfach mal einen sinnvollen Rahmen setzen. Und dann in dem Rahmen dir selber das sozusagen zurechtzulegen, womit du arbeiten kannst. Und da finde ich das Beispiel eben auch super zu sagen, okay, man nimmt sich zum Beispiel für eine bestimmte Ebene nimmt man sich halt diese 24 Stunden, in denen man irgendwas macht oder nicht macht. Oder nimmt dann die 7-Tage-Blöcke, damit man quasi nochmal evaluiert und schaut, wie was passiert ist. Aber wie gesagt, ja, dieser Rahmen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man den. Also wieder, man muss halt erkennen, dass es irgendwas gibt und dann muss man den Rahmen mal drüber setzen und sich dann in dem Rahmen zurechtfinden. Also ich glaube, auch da haben wir ja schon oft gesprochen, dass ja, also wir sind ja jetzt nicht bei den Dingen der Meinung, dass man einen Rahmen setzt und dann musst du bis zum Ende deines Lebens, es gibt nur den einen Rahmen und du kannst dort nie wieder raus und du musst dich einfach in dem quasi zurechtfinden. Das ist ja auch ein Blödsinn. Ja? Also die Idee ist ja genau durch dieses ständige Reflektieren und dass du deine Prozesse, den Status evaluierst und dann nochmal weiter denkst, ist ja genau die Idee, das Schöne, dass du dich kontinuierlich bewegen kannst, sage ich jetzt mal. Und das kann ja auch heißen, dass ich den Rahmen sehr groß setze und der dann kleiner wird mit der Zeit, oder ich muss den Rahmen anders ausrichten, wenn ich merke, dass irgendwas nicht passt. Aber ich glaube, das ist schon mal so ein wesentlicher Punkt, der ganz oft fehlt, nämlich es ist ein kontinuierliches Evaluieren. Es wird nicht einfach so mit dem ersten Versuch passen. Und ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen Dingen, und da haben wir, glaube ich, vielleicht am Anfang den ersten zwei Folgen mal irgendwie kurz drüber gesprochen, dass natürlich gerade in diesen Produktivitätsfragen oder alles, was so mit Management und Selbstmanagement und wie auch immer und auch mit Leadership natürlich zu tun hat, ist, dass man immer, oder nicht immer, aber in ganz, ganz vielen Fällen erwartet man eine Lösung, die für alle Situationen sofort passt. Und die eine Lösung wird immer in jeder Situation überall passen. Und das ist eben nicht der Fall. Das ist unrealistisch. Das wird es nicht geben. Und ich glaube, das ist die erste Hürde, die man nehmen muss, dass man einfach versteht, dass es nicht die eine Rezeptur gibt, die auf alles sofort funktioniert, sondern der Punkt ist, man muss ständig, kontinuierlich dranbleiben und neu evaluieren und reflektieren und sich weiterentwickeln in eine andere Richtung, falls die erste Richtung nicht funktioniert hat. Also das ist quasi, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich immer im Hinterkopf behalten muss, dass es, also alles hat Nuancen und man muss das eher für sich selbst herausfinden. Also es geht keiner davon aus, dass man eben ein Geheimrezept findet, das dann eben für alles funktioniert. Das gibt es nicht. Ja, ich finde das wunderbar, was du sagst. Also dieser One-Size-Fits-All-Approach, der nicht mal bei Hauben funktioniert, wenn man das so auf den Punkt bringen Ja, möchte, ja. dann wie soll das gehen? Ne? Und ich weiß schon, viele suchen danach, weil es natürlich der einfachere Weg ist. Ja? Und
klar macht es das, wäre super, ne? Jetzt kommt endlich einer und sagt, ja, so machen wir es jetzt. Ne? Und das sieht man oft, dass das reiht sich ein von politischen Dingen, wo man sagt, super, jetzt ist da endlich einer, der es richtet, bis zu die Erwartungshaltung, die sich oft an Vorgesetzte richtet. Aber auch genauso, wenn man vielleicht endlich den Spezialisten einstellt für was weiß ich, die Abteilung oder das Problem und der wird es jetzt richten. Ne? Und ich glaube, in vielen Aspekten überschätzt man dann wieder mal sozusagen, was der Einzelne für Möglichkeiten hat und unterschätzt aber wahrscheinlich gleichzeitig auch wieder, wie wichtig das halt ist, wie eingebettet man ist. Ne? Also gerade wenn du dann wieder an Teamsportarten denkst, da holst du dir den besten Spieler von ich weiß nicht woher. Wenn den aber dort im Team keiner leiden kann, dann wird er wahrscheinlich auch nicht seine besten Leistungen abrufen können. Und genauso ist, wenn du den Spezialisten für, ich weiß nicht, irgendwas Programmiertechnisches in dein Team holst und er ist aber ein unguter Zeitgenosse und keiner mag ihn und keiner wird ihn irgendwie entsprechend einschulen auf das Produkt, weil sich jeder denkt, naja, hab mich gern, du bist ein bisschen komisch, ne? Dann wird das auch nicht helfen. Und darum ist das, glaube ich, so wichtig, dieses alles, was so außenrum herumgeistert. Und da muss ich zum Beispiel an ein anderes Coaching denken. Da hat der gute Mann sagt irgendwie, sein Hauptjob besteht darin, sozusagen die Schmier für alles andere zu sein, was dort sonst so herumgeistert. Letztens hat er sich auch als Kindergartenonkel bezeichnet. Mhm. Aber damit meint er einfach, und ich habe dann gesagt, ja, und in Wahrheit, du tust so, wie wenn du das neu erfunden hast, aber das ist meiner Meinung nach ein großer Teil von Führung, dass genau das, was du beschreibst. Ja, einfach damit sicherzustellen, dass die Leute abgeholt sind, sicherzustellen, dass die Leute sich wohlfühlen in dem, was sie tun, sicherstellen, dass die Leute wissen, was ihre Hauptaufgabe ist, was ihr primärer Fokus sein sollte. Alle diese Dinge und schauen, ob sie eh auch ein bisschen ihre Arbeit gemacht haben. Also nicht das im Sinn von einem Mikromanagement, aber so schon im Sinn von einfach da zu sein, präsent zu sein, die Dinge nur so zu akzeptieren, dass man sie auch akzeptieren sollte. Der gute alte Spruch von nicht das, was du predigst, ist relevant, sondern nur das, was du akzeptierst, ist relevant. Und ich glaube, damit kann man sich zwar quasi selber ein bisschen herabsetzen und als Kindergartenonkel bezeichnen, aber in Wahrheit, wenn das viele Führungskräfte tun könnten, hätten sie schon einen riesigen Teil ihres Jobs erledigt und hätten mit Garantiertheit ein sehr erfolgreiches und auch starkes Team hinter sich stehen. Und was dann vielleicht noch fehlt, sind einfach so noch mehr dieser Blick halt nach außen und nach oben, wie wir letztens schon gesagt haben von Joko, einfach um noch halt sozusagen Zielvorstellungen mit hineinzubringen, um zu sagen, wo soll sich das hin entwickeln und wo sind jetzt Entwicklungschancen für uns, das Team und auch die Firma. Und ich glaube, damit wärst du dann eigentlich schon relativ rund in dem, was du als Führungskraft so tust eigentlich. Und ja. Ja, also das ist mir nur eingefallen, dass das, also ist eigentlich eine, also passt ja sehr gut zum Eingangsthema oder zu dieser Gesamtfrage, weil ich glaube, für viele Menschen, die gerne Führungskraft wären und auch für viele Menschen, die schon Führungskraft sind, ist die Vorstellung der Rolle der Führungskraft, nur Entscheidungen zu treffen. Also das ist quasi so die einzige Definition. Das ist so, du trinkst in der Früh einen Kaffee mit Entscheidungen, dann schmierst du dir Entscheidungen aufs Butterbrot und also es ist einfach der ganze Tag, das ist das, was Führungskräfte machen. Einfach, das ist quasi die Vorstellung. Und das, was du gesagt hast, macht die Sache noch viel spannender und auch wertvoller, weil wir haben ja gerade jetzt irgendwie aus diesem Praxisbeispiel sozusagen herausbekommen, dass ja dieses Entscheidungen treffen, nämlich das, nehmen wir jetzt wirklich das Mechanische der Entscheidung treffen, dass ich zu irgendwas sage, ja, das mache ich oder nein, das mache ich nicht, ist der kleinste Part des Ganzen, eines Entscheidungsprozesses, sage ich jetzt mal ganz konkret. Nämlich, ich wollte gerade, Prozess trifft es gut, nur dass ich ganz kurz ein und Luhmann hat das auch letztens gesagt, also es ist nicht die Entscheidungsfindung das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, also der Job ist diese Entscheidungsvorbereitung. Und jetzt back to you. Genau, und das ist ja auch das Schöne mit dem zweiten Beispiel, was du dann gebracht hast, nämlich, dass man ja auch selber aus dieser Vorstellung raus muss, was denn eine Entscheidung überhaupt ist oder eben was es mit sich
bringt. Also wie du es gesagt hast, ja, die Vorbereitung ist wichtiger und der Prozess an sich ist wichtiger. Und eben als Führungskraft ist, ja, es kann mal quasi wichtig sein, Entscheidungen zu treffen, aber kein Unternehmen funktioniert quasi basierend auf nur Entscheidungen. Also da stehen ja viele andere Dinge auch dahinter. Ne? Und das macht es ja eben dann so spannend, auch da diesen Punkt zu erklimmen sozusagen und das in den wieder für sich richtigen Rahmen oder in das richtige Licht zu rücken, dass man versteht, also da sind wir ja wieder bei anderen Themen, ne? Das ist ja einfach diese Frage von den eigenen Arbeitsprozess überhaupt verstehen. Und wenn ich mal verstanden habe als Führungskraft, dass ich nicht ständig von Entscheidung zu Entscheidung treffen, gehen muss, sondern es darum geht, dass ich, wie wir es auch schon vor ein paar Wochen gesagt haben, erstmal meine Mitarbeitenden in One-on-One-Gesprächen versuche kennenzulernen, dass ich einen besseren Überblick bekomme über was ist oben, was ist links, was ist rechts, was ist unten. Weil das ja wieder diese Vorbereitung zu den Entscheidungen ist und zum Prozess ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man es wirklich heraushebt, dass nicht dieser mechanische Punkt des jetzt treffe ich die Entscheidung das Wichtige, sondern alles drumherum. Weil das so ein Mini-Mini-Teil ist von dem Ganzen. Und da nimmt man sich, glaube ich, auch viel Stress weg, weil wieder auch das kann man, glaube ich, aus der Praxis, entweder wir selber oder haben wir schon mal miterlebt, dass einfach die eigentliche Entscheidungsfindung, also die Entscheidung zu machen, bereitet so viel Stress, dass man den Rest gar nicht mehr mitbekommt. Was ja viel wichtiger wäre. Also es wäre viel wichtiger zu verstehen, wie komme ich denn zu dieser Entscheidungsfindung dann hin? Stattdessen ist man sofort beim Ziel angekommen und überlegt sich, aber okay, wie soll ich das jetzt machen? Obwohl da natürlich unheimlich viel davor fehlt. Und das finde ich auch ganz, ganz wesentlich, dass man, ist ja sehr komplex, aber das muss man ja auch, glaube ich, mal für sich selber durchdenken, was das eigene Verständnis ist und wie man das eben sinnvoll einsortieren kann in die aktuelle Situation. Ja, glaube ich unbedingt. Also dieses, ich würde das ja geradezu mit Haltung übersetzen, was du jetzt meinst. Also dieses Verständnis von, Punkt, ja. von was ist mein Job eigentlich und was erfordert er und was und auch nämlich in der Abgrenzung zum Beispiel zu Mitarbeitern. Also was kann ich jetzt, also das betrifft oft Leute, die aus dem Team heraus aufsteigen zur Führungskraft, ne? Was diese Veränderung, ja, was kann ich jetzt tun, was ich vorher nicht tun konnte? Also zum Beispiel irgendwie, man sollte nie ablästern, aber zum Beispiel, was für Dinge sage ich jetzt, die vielleicht als Teammitglied noch gegangen sind und die jetzt als Führungskraft aber nicht mehr gehen, weil sie jetzt einfach ein ganz anderes Gewicht haben, in dem, wie du die Organisation nach oben fahren, also erscheinen lässt, so möchte ich sagen. Also du kannst dann einfach manche Sachen so nicht mehr sagen. Es ist schon deine Aufgabe, sozusagen im Stillen, wenn du mit Dingen unzufrieden bist, halt nach oben zu gehen und zu sagen, ich verstehe das nicht, warum tun wir das, warum wollen wir das so tun? Und dann hoffentlich durch hartnäckiges Fragen, da sind wir ganz im Total Ownership, Extreme Ownership vom Joko, ja. Wollte ich auch schon also sagen, nach oben zu gehen, ja. Nach oben zu gehen und zu sagen, warum und wie und ich verstehe es einfach nicht, ja. Und dann mit den hoffentlich richtigen Antworten dann wieder runter zu gehen und zu sagen, schau, was wir vielleicht hier aus unserer Sicht hier nicht verstehen, ist, dass wir das Ganze aus diesem und jenem strategischen Gesichtspunkt machen wollen und dass das deswegen sehr wohl Sinn ergibt fürs gemeinsame Ganze. Und ich glaube, mit dem Verständnis und muss man da schon reingehen. Und da hängt eben auch viel mit dieser Haltungsfrage zusammen. Ne? Wie gebe ich mich selber? Was sind meine Anforderungen an mich? Was sind meine Anforderungen oder Erwartungen jetzt in dem Fall auch an andere, die ich natürlich hoffentlich regelmäßig kommuniziere, damit sie nicht irgendwie unausgesprochene Erwartungen bleiben. Und vor allem dann eben wieder die schon vorher erwähnte Situation, dass ich nur so viel erwarten kann, wie ich auch eben einfordere. Also nur das, was ich akzeptiere, Da ist die Latte sozusagen, dort liegt sie. Und nicht das, was ich bei der Morgenbesprechung predige. Ne? Das ist nicht so wesentlich. Und dann merke ich selber immer wieder, das ist so ein Riesenunterschied. Also es sagt sich halt super leicht, jeden Tag in der Früh irgendwen daran zu erinnern, ja, hey, und mach das und das bitte. Und wenn du am Abend aber nicht schaust, ob es tut, dann kannst du es jeden Tag predigen. Und wenn du aber gleichzeitig nie merkst, dass das nie getan wird und diese Situation kommt wesentlich schneller, dass man sich das jetzt so in der Theorie überlegt. In der Theorie denkt man, ja klar, wenn ich das sage, dann werden die schon tun. Ne? Und es gibt so viele Situationen, oft weil es halt so viele und kleine Tasks manchmal gibt,
die dann einfach so nicht passieren. Und dann bist du genau in diesem Fall. Du predigst in der Früh und akzeptierst, dass es nicht gemacht wird. Ganz, ganz wesentlicher Punkt, finde ich, von Führungsverständnis und auch die Verantwortung, die da dahinter liegen kann. Ja, das ist eigentlich eine relativ gute Überleitung zu einer anderen Fragestellung, die wir auch schon hatten, beziehungsweise auch eigentlich öfter schon, also zumindest außerhalb der Episoden immer wieder erwähnt haben, weil es uns gefühlt immer verfolgt. Also es ist, wenn man eben viel mit den Führungskonzepten von Joko sich beschäftigt, dann ist das, war das zumindest für mich eins der ersten Dinge, wo ich so ein bisschen gedacht habe, ja, ich verstehe alles, aber das ist einer der Punkte, die ich unheimlich schwer umsetzen könnte in unsere tatsächliche, Anführungsstrichen, normale Arbeit, nämlich alles, was nicht Leben und Tod, Navy Seal Arbeit ist, wo natürlich, also die Idee ist ja quasi, dass dieses Extreme Ownership deswegen so unheimlich wichtig ist, weil wenn man dieses Extreme Ownership nicht sinnvoll umsetzt, dann sterben Leute. Also das ist quasi die Quintessenz von den Überlegungen und den Konzepten, die halt Joko aufgebaut und entwickelt hat. Und das macht ja auch Sinn. Also da ging es ja um den Krieg, um Kriegshandlungen, wo du einfach nicht mit einem laissez-faire Zugang sagen kannst, ja, wir stürmen vielleicht diese Häuser dort hinten. Und jeder macht mal so ein bisschen. Und ja, wir checken dann. Weil dann sterben Menschen. Also dann sterben Menschen aus deinem Team. Einfach so. Und das ist natürlich ganz klar, dass da es ganz anders ist, seine Konzepte aufzubauen und dann natürlich auch in die Tat umzusetzen, weil du eben gezwungen bist, diese in die Tat umzusetzen. Wenn du es nicht wirklich anhand dieser Extreme Ownership dich selber die ganze Zeit an der Nase ziehst oder an der Hand mitnimmst, dann gehen dort Menschenleben drauf. Das heißt, das ist eine ganz andere Welt. Und wir haben uns ja dann immer gefragt, oder ich habe das eine Zeit lang öfter aufgeworfen, dass es einfach so die Frage ist, wie setze ich das in einem normalen Unternehmen um, wo ja das Schlimmste, das passieren kann, ist nicht, dass irgendjemand stirbt nach dem Schurfix die in der zweiten Woche, sondern ja, okay, man verpasst vielleicht eine Deadline oder weiß nicht, der Kunde ist unzufrieden oder irgendein Projekt findet keinen positiven Abschluss. Aber das sind ja natürlich ganz andere Konsequenzen und Incentives als jetzt irgendwie Leben und Tod. Und es ist aber trotzdem wichtig, sich die Dinge irgendwie in den Hinterkopf also aus dem Hinterkopf hervorzuholen sozusagen und das versuchen in ein eigenes Konzept einzubauen. Ich meine, wenn man jetzt wieder aus dieser Sportrichtung kommt, die bei uns ja auch relevant war, waren dort auch wieder ein bisschen, sage ich mal, andere Konsequenzen da, weil wenn man zum Beispiel, also wenn man das jetzt sehr grob nimmt, wenn man kein gutes Training gemacht hat oder die Spielerinnen und Spieler nicht gut vorbereitet hat, dann war halt eine Verletzungsgefahr da, weil es einfach, gerade im Football, ist halt ein harter Sport und wenn du dort die körperlichen Voraussetzungen nicht sinnvoll trainierst oder auch mental sinnvoll trainierst auf die diversen Situationen, dann können Verletzungen dabei rauskommen und das ist ja auch eine riesen Konsequenz. Das heißt, da haben wir natürlich auch ein bisschen einen anderen Zugang gehabt, aber gleichzeitig waren wir ja immer auch parallel in der unter Anführungsstrichen normalen Arbeitswelt tätig. Und ich finde das nach wie vor ein sehr interessantes Thema, darüber nachzudenken, wie man auf diese Konsequenzen kommt. Weil das ist natürlich auch immer sehr negativ konnotiert mit, ja, was sind die Konsequenzen, wenn irgendwas nicht passt. Aber Incentives ist dann wieder zu positiv, weil das ist ja irgendwie so eine Belohnungsgeschichte. Aber allein so als Idee ist das etwas, das immer bei uns zumindest ein bisschen rumschwirrt, weil, wie gesagt, wir beschäftigen uns halt auch mehr mit Joko und das ist halt immer, das ist der Punkt, der für mich, wo der Transfer für mich am allerschwierigsten ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Luhmann jetzt zum dritten Mal zitiere in dieser Folge, aber wie gesagt, in dem aktuellen Buch geht es, also aktuell ist das Buch aus den 60ern, aber ein Klassiker, geht es um eben diese Machtverhältnisse, ja, also das Buch heißt gleich Macht im System. Und auch dort geht es genau um diese Fragen, dass das zum Beispiel in der klassischen Machttheorie, die er ablehnt,
dass dann alles oft auf den, sozusagen auf den körperlichen Kampf rückgeführt wird. Also die klassische Theorie sind die davon ausgegangen, ich kann dich nur zu etwas unter Anführungszeichen zwingen oder überzeugen davon oder so, wenn ich letztendlich dich auch quasi im Kampf besiegen könnte. Also in der körperlichen Auseinandersetzung. Also sozusagen die Frage des erledige jetzt bitte diesen Task endet sozusagen gedanklich oder in dieser Theorie, also eher theoretisch, dann darin, ja zur Not, wenn du sagst, na, mache ich nicht, dann lege ich da einfach eine auf, so ungefähr. Weil ich stärker bin als du und du dann quasi Angst davor hast, dass du dann eine aufgelegt wirst. Also, weißt, und er sagt natürlich, ja, nicht böse sein, das ist zwar ein netter Ansatz und so, aber wie soll das in so einer arbeitsteiligen A, Gesellschaft und B, natürlich aber auch in vielen Unternehmen, die extrem arbeitsteilig sind, also ich meine, ist ja komplett lächerlich, ne? Man kann ja nicht irgendwie alle diese Sachen runterbrechen darauf, ne? Die schöne Antwort, die er darauf gibt, da bin ich eher erst beim Lesen, also die muss ich leider noch aussparen. Aber halt natürlich schon diese ganzen Aspekte von, wie kommt man dorthin, wie übertragt sich jetzt eben Macht von einem auf dem anderen. Und viel ist bei ihm immer diese Reduzierung von Komplexität. Das finde ich recht spannend, also dass sozusagen eine gesamte Abteilung, eine gesamte Organisation kann nur deswegen so arbeitsteilig vonstatten gehen, weil jeder sozusagen, ich glaube, er bricht das in Wahrheit über die Führungskraft runter, dass jede Führungskraft für sich einen Teil dieser Gesamtkomplexität rausnimmt und dann übertragt auf andere, also und aber in dieser vereinfachten Form. Und dadurch auch dann Entscheidungen getroffen werden, weil Entscheidungen auch heißen, eben wie ich eingangs schon gesagt habe, dass man dann, wenn man A wählt, dass man nicht B und C machen kann. Und über diese Konstanz in der Zeit, dass klar ist, dass wir A tun und nicht jeden Tag wieder die Frage aufkommt, das ist mir wieder ein bisschen bei den Entscheidungen, ne? Dass nicht jeden Tag wieder die Entscheidung aufkommt, naja, wollten wir nicht eigentlich B machen? Wir könnten doch auch B machen. Ne? Und das, also wenn das ständig aufkommt, dann fehlt es dir an Macht auf dieser Ecke. Also wenn ständig in Frage gestellt wird, ob man nicht eigentlich doch B machen sollten. Und ja, ich meine, auf deine Frage, ich fand das immer schon super spannend, wie manche Projektleiter das einfach schaffen und in sich tragen, dass wenn die sagen, die Deadline ist am Mittwoch, dass dann Tage und Wochen davor alle springen und hupfen und alles Menschenmögliche unter Anführungszeichen in Bewegung setzen, um diese Deadline einzuhalten. Und wenn andere Menschen sagen, naja, das wäre super, wenn wir das am Mittwoch fertig hätten, dass sich dann jeder denkt, naja, du, es tut mir leid, aber das wird sich nicht ausgehen bis Mittwoch, ne? Weil da haben wir so viel zu tun und das ist schade, schade, aber das wird leider nichts. Ne? Und diesen Unterschied herauszuarbeiten, das fand ich schon immer extrem spannend und ich glaube, es ist ein Potpourri an Sachen. Ja? Ich glaube, es liegt an dem anderen als Menschen, wie der auftritt sozusagen. Ich glaube, es liegt daran, was für ein Gefühl er bei einem auslöst, ob man ihn sozusagen zum Beispiel nicht enttäuschen möchte, ob man natürlich selber, was für Ziele man selber hat, ne? Ob die Ziele irgendwie selber sind, dass man halt positiv auffallen möchte und in dem zeigen möchte, ja, das war schwierig und das war stark, aber ich wollte es unbedingt erreichen und ich habe es auch erreicht. Und ja, also viel mehr fällt mir jetzt dann, glaube ich, nicht mehr ein, aber einfach diese Unterschiede, ja, zwischen der eine kann das einfach, relativ natürlich auch, der sagt einfach, du, das Ding muss fertig sein und alle rennen. Und der andere sagt, ja, das wäre super, oder ich möchte gar nicht unterscheiden. Also er sagt auch, ja, das brauchen wir. Und keinen interessiert es unter Anführungszeichen. Ja, wie gesagt, also das ist noch etwas, das braucht noch, bis wir da eine sinnvolle Lösung dafür haben. Weil, wie gesagt, die Frage beschäftigt mich ja seit Jahren, seitdem man irgendwie Joko kennt und eben diese Vergleiche mit dem Sport und dann dem normalen Leben hat, ist halt schwierig, da irgendwie auf was Richtiges zu kommen. Ja, ich glaube übrigens, wenn ich jetzt so noch drüber nachdenke, ich glaube, es muss schon so eine gewisse Route im Fenster stehen, oder wie man das sagt. Also ich meine, ich habe vorher jetzt gesagt, das ist in der klassischen Theorie, dass man zur Not quasi, wenn man eine auflegt, ist weit hergeholt. Ja, ist es natürlich. Aber ich glaube schon, dass wenn es zumindest das im Raum steht, so du und übrigens, wenn das mit dir und uns nicht klappt, dann wirst du irgendwann rausfliegen aus der Firma zum Beispiel. Das ist schon so eine Route, die zumindest dasteht. Und ich glaube, oder ich stelle es mir zumindest unglaublich schwierig vor, wo zu arbeiten, wo es einfach klar ist, der Gute kann machen, was er will, der wird da nicht rausfliegen, weil er halt, ja, wie nennt man das, kündigungsgeschützt ist oder verbeamtet oder sonst etwas. Also
wo sozusagen dieses grundlegende Hebel, wo man einfach ein bisschen ansetzen kann, einfach klar ist, also wenn er mich nicht gerade schimpft bis zum ich weiß nicht was und einfach unerlaubt fernbleibt, dann wird der nicht rausfliegen. Wenn der in der Früh brav kommt, so tot wie wenn er arbeitet und am Abend wieder geht, dann hat er null Chance, dass er diesen Job nicht mehr machen muss. Und da, ich glaube, wir haben das letztens auch schon ein bisschen erwähnt, wie niedrig teilweise die Latte eigentlich liegt. Ne? Dass die Latte teilweise so niedrig liegt, dass man wahrscheinlich in vielen Firmen dieser Welt, solange man halbwegs seinen Job macht und halbwegs das, was von einem gefordert wird, in normalen Situationen geradezu null Chance hat, dort rauszufliegen. Es sei denn, das wurde letztens von einem Freund noch irgendwie eingebracht, es sei denn natürlich, es passieren dort massive Personalkürzungen zum Beispiel. Also was weiß ich, wenn da 20% der Leute gekürzt werden. Ja, dann ist klar, dann wird man schauen, dass man eher die Überflieger sozusagen behält und vielleicht dann da rauskommt. Aber ich glaube, so in einer normalen Situation, wenn ich so denke, wie viele Menschen ich kenne, die wirklich aus einer Firma, wo quasi absichtlich entfernt worden sind, da fällt mir nicht einmal eine kleine Handvoll ein. Mhm. Und meistens war das irgendwie konnotiert mit wirtschaftlichen Problemen in der Firma, was jetzt vielleicht nicht der große Kahlschlag ist, aber halt doch zumindest irgendwie klar war, okay, man muss irgendwie Einsparungen durchführen. Und nicht, wo man irgendwie gesagt hat, so, du bist jetzt raus, weil das ist einfach nicht gut genug. Aber ja, ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, dass vielleicht, es kann auch sein, dass die Frage, die wir uns stellen mit dem, man kann quasi nicht rausfliegen und dann geht halt natürlich so eine riesen Konsequenz verloren, ist vielleicht der falsche Zugang oder die falsche Frage. Und vielleicht muss man das eben von einer proaktiveren, positiveren Seite sehen und eben aus der Richtung denken, aus der wir viele Methoden jetzt über die letzten paar Wochen immer wieder eingeworfen haben. Weil ich habe jetzt nämlich gerade gedacht, dass man muss ja gar nicht mit dieser Voreinstellung sozusagen in eine, also als Führungskraft jetzt in eine Firma gehen und sich denken, ja okay, da kann jetzt niemand rausfliegen, wieso sollte jemand hart arbeiten für das und das Projekt, sondern dass man das eher auf der, ich sage jetzt mal sehr grob, auf der Beziehungsebene versucht anzugehen und genau die Dinge so langsam Schritt für Schritt anstößt, die wir jetzt die letzten paar Wochen erwähnt haben, wie zum Beispiel ein One-on-One-Gespräch. Weil, wenn ich One-on-One-Gespräche führe, die noch dazu jetzt in unserem Rahmen oder in unserem Modell, waren sie ja in den meisten Fällen eher informell gedacht. Das heißt, es waren tatsächlich keine konkreten Arbeitsgespräche, wo ich regelmäßig abchecke, hey, was machst du, kommst du voran, sondern uns ging es ja eben genau darum, die Sachen vielleicht vorwegzunehmen. Und dieses Extreme Ownership oder einfach die Identifikation sozusagen mit der Arbeit auf eine positive Ebene zu heben. Wenn ich jetzt nämlich als Führungskraft beginne, meine Mitarbeitenden auch informell kennenzulernen, haben wir ja, glaube ich, auch genau letztens erwähnt, dann lerne ich vielleicht kennen, welche Gefühle sie haben bezüglich der Arbeit. Was stresst sie nicht? Wo stehen sie positiv gegenüber, wo haben sie Zweifel? Und das sind ja genau die Dinge, wo ich dann die Menschen abholen kann und gar nicht im Blick haben muss, dass so, wow, die müssen aber jetzt gut arbeiten, weil sonst könnten sie rausfliegen, sondern eben das Ganze als Unterstützungsstruktur zu sehen. Weil man will ja auch wieder, also das ist ja, passt ja zu vorher, ne? Man ist ja als Führungskraft, ist man ja eben nicht eine Person, die von morgen bis am Abend nur Entscheidungen trifft, sondern, und da nehme ich das Beispiel, was du vorhin gesagt hast, man ist eigentlich ein Kindergartenbetreuer. Weil auf der Beziehungsebene muss man das ja angehen. Also man möchte ja, dass quasi die Mitarbeitenden gut arbeiten können. Also es geht ja nicht darum, dass man als Führungskraft gute Entscheidungen treffen kann, weil aus irgendeinem Grund ist das das Verständnis der eigenen Arbeit, sondern es geht darum, dass die einzelnen Mitarbeitenden Positives leisten können in ihrem Arbeitsleben, sage ich jetzt mal sehr grob. Und das ist ja ein viel besserer Zugang, als nur daran zu denken, ja, super, keiner wird arbeiten, weil niemand kann den Job verlieren. Also da tut man sich, glaube ich, auch selber keinen Gefallen. Ja, ich fand es auch gerade total spannend, irgendwie dieser Gedanke von dir, das 1:1, wenn man sagt, okay, man hat vielleicht eben jetzt den einen oder anderen Kandidaten,
dessen Fleiß sozusagen vielleicht ein bisschen hinten nachhängt, ja, okay. Und ich würde mich total, es würde mich total interessieren, wie sozusagen die Person darauf reagiert, auf diese One-on-One-Gespräche, wenn du einfach ihn kennenlernst, vielleicht ein bisschen probierst, Beweggründe rauszufinden etc. und da wirklich eine gute Basis aufbaust. Es würde mich total interessieren, was das für eine Auswirkung auf die Arbeitsleistung hat. Mhm. Also, absolut. Ich meine, ich bin natürlich optimistisch wie immer. Ich würde erwarten, dass das super Auswirkungen hat. Aber wäre wirklich spannend, wo das dann hingeht, ja? Ja. Ja, absolut. Und auch das, um vielleicht ein bisschen den Bogen zu spannen, zurück, auch das ist wieder eine Entscheidung, die du treffen möchtest. Möchte ich einen sicher nicht zu vernachlässigten Teil meiner Arbeitszeit als Führungskraft damit aufwenden, das klingt so, wie wenn sie ganz entfernt sind, ja, aber die näher kennenzulernen, wie du meinst, auf einer informellen Ebene. Also ich würde ja beides sagen, es ist auf der einen Seite ein informelles Gespräch, aber es ist gleichzeitig natürlich auch ein Metagespräch. Absolut. Über Arbeitsprozesse, über was tun wir da eigentlich, über wie fühlst du dich wohl dabei, was wäre für dich wichtig. Das sind ja alles total wesentliche Fragen. Und es würde mich wirklich interessieren, wie man, also nicht wie, sondern also schon wie, aber wie die Auswirkung dessen wäre. Und eben da, die, was ich meinte, diese Entscheidung zu treffen, ja, das kostet mich. Also wenn ich ein fünfköpfiges Team habe und einmal die Woche eine halbe Stunde mit jedem arbeiten möchte, mit vielleicht ein bisschen Termin-Overheads, ja, ich meine, das sind schon einige Zeit weg, ne? Das ist klar. Aber gleichzeitig ist okay, also es ist jetzt nicht total Wahnsinn, was da passiert. Und vor allem mit diesem Hebel, der halt dahinter steht, unserer Meinung nach. Genau. An was auch immer. Also was ist der Preis, wenn du jetzt 2,5 Stunden da die Woche beispielsweise investierst, dafür, dass halt alle irgendwie diese Probleme und Hürden, weil wie oft scheitert es an irgendwelchen Bausteinen, die im Weg liegen, die man dann wegräumen muss. Und wenn du die rechtzeitig erkennst und rechtzeitig wegräumen kannst, und das nicht quasi zuerst 3 Monate tut, dann sich jeder denkt, was ist das für ein Schwachsinn? Und dann erst sozusagen anfängst damit aufzuräumen, sondern das mehr oder weniger instant passiert, weil man einfach auf der Ebene eine gute Basis hat, eine gute Arbeit hat. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich gut investierte Zeit in die Beziehung. Und auf die Beziehung geht es ja auch darum, und das könnte natürlich schon auch wieder eine starke Auswirkung auf das haben, was du vorher Deadline genannt hast. Wie ist das Verständnis zu, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten? Ich glaube, dafür braucht es diese Basis, und diese Basis kann dann das Vertrauen schaffen und auch das Commitment, um solche Dinge dann zu erreichen. Ist jetzt natürlich ein bisschen eine Hypothese, aber das sollte man schon mal überprüfen, ob das so klappen könnte. Absolut. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Mhm. Passt. Ja, sehr schön. Dann in diesem Sinne, und wir freuen uns auf nächste Woche. Nächste Mal, danke fürs Zuhören.